Oh. Oh Gott. Soll ich dir ein Kissen aufs Gesicht drücken? Willst du mir die Luft abdrücken? Was? Ist das ein neues Sexspielchen? Nein, ich will nicht, dass Stella aufwacht. Oh klar, ich werde ruhig sein. Oh. Entschuldige. Get your hands in the air. Das Haus ist verkauft! Noch steht der Deal nicht. Wir brauchen das Geld für dieses Haus, um das Haus in der Vorstadt zu bezahlen. Wenn in den nächsten 30 Tagen nichts Unerwartetes passiert, ist der Deal perfekt. Was zum Teufel ist da los? Hi, wir sind eure Nachbarn. Willkommen bei Kapanu. Ist das ein griechisches Restaurant? So heißt unsere Studentenverbindung. Das gibt's nicht. Schon wieder Studenten nebenan. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Mädchen sind ja eher ruhig. Harte Drogen nehmen sie eigentlich auch nicht. Und sie sind so viel schlauer. Oh nein, ich hab sie getötet. Ich bin auf Schmerzmitteln, Bitch! Kapanu! Wir brauchen jemanden, der bescheuerte junge Leute versteht. Ey, Nachbarn, machen wir den Scheißladen dicht. Gute Tarnung, Glückwunsch. Du siehst wie ein Psychopath aus. Ich bin ein Clown, Mann. Alle lieben Clowns. Mach das nie wieder, klar? Sie versuchen, unsere Verbindung zu zerschlagen. Ich habe eine Idee. Wieso versuchen wir nicht den Airbag-Trick? Das wird nicht funktionieren. Bei den Jungs hat er funktioniert. Wieso nicht auch bei den Mädchen? Weil Jungs Idioten sind. Die neuen Eigentümer werden niemals neben einem Verbindungshaus wohnen wollen. Was können Eltern am besten? Jungen Leuten so richtig den Spaß versauen. Ist nicht so einfach, die Bullen anzurufen ohne Telefon. Her damit, sofort! Nein! Scheiße, was? Das ist eine Telefonschnur, Dumpfbacke. Verdammtes Oma-Telefon. Die Tussis sind außer Kontrolle. Bleibt mir vom Leib! Sie setzen ihre sexy Reize als Waffen ein. Hilfe! Los, runter da, ihr Tiere! Das funktioniert nicht! Du machst sie nur noch schärfer! Aufhören! Aufhören!